Moin Moin zusammen, heute ein neues Video, aber heute kein normales Video. Es wird ein Feedback-Video, nämlich ich bekomme über die Jahre immer wieder Anfragen, hey, ich habe ein neues Video gemacht, kannst du es dir mal anschauen, kannst du mir ein Feedback geben, was kann ich besser machen und so weiter und so fort. Und genau so ein Video wird es heute. Nämlich Fabian hat mich angeschrieben. Fabian ist Freeskier aus Österreich und er hat gerade ein neues Video rausgebracht und wollte da mein Feedback haben. Da habe ich natürlich gesagt, na klar, ich gebe dir ein Feedback, aber ich möchte es gerne online bringen. Und ja, das habe ich noch nie gemacht, online so jetzt einfach. Deswegen wird es mal auch was ganz anderes. Einen kleinen Ausschnitt aus dem Video seht ihr jetzt. So, Fabian hatte gerade einen geilen Skitrip gehabt und hat darüber ein Video gebastelt. Und das Wichtigste bei so einem Video ist eigentlich für mich immer, wie lange geht so ein Video? Und im Endeffekt muss mich so ein Video die ersten 10 oder 20 Sekunden einfach mitreißen. Es muss mich dazu verleiten, hey, ich schaue mir jetzt das ganze Video an, auch wenn es 5 Minuten lang ist. Und das ist natürlich immer so eine Sache. Da muss halt echt die ersten 10 oder 20 Sekunden perfekt stimmen, dass es mich irgendwie auch mitzieht oder sagt, okay, ich möchte jetzt das ganze Video sehen, weil die ersten 10 Sekunden einfach so geil sind. Und das ist natürlich immer ein, ja, es ist schwierig, aber es kann man machen. Und da ist natürlich immer recht wichtig, was für Szenen nutzt man. Und was für ein Flair, was für Emotions möchte ich mit dem Video rüberbringen. Fabian hat es eigentlich ganz schlau gemacht. Er hat die ersten Sekunden genutzt, um keine Musik in dem Video einzuspielen, sondern einfach einfach die Geräusche, die er mit der Kamera aufgenommen hat, mit der GoPro, ist er sozusagen den Berg hochgeklettert. Und das sind eigentlich schon Szenen, die eigentlich recht cool sind, weil das macht jetzt nicht unbedingt jeder, der jetzt Skifahren geht, der klettert jetzt erstmal einen Berg hoch und fährt dann da einfach runter. Das machen ganz bestimmte Leute, die einfach diesen Adrenalinkick suchen oder einfach Bock haben auf Powder. Von daher ist es natürlich schon, für mich war es ein cooles Intro. Du kletterst sozusagen den Berg hoch und dann geht's los. Und dann die ersten Szenen waren auch noch so ohne Sound, das ist geil. Und dann kommt so langsam dann muss sich so langsam die Musik reinsteigern. Und das hast du eigentlich recht gut gemacht. Und dann ging sozusagen auch die Musik los. Ja, weiter geht das Video. Dann kommen sozusagen 3 Minuten lang purer Spaß sozusagen. Also du hast Spaß beim Skifahren, das sieht man. Und es sind halt 3 volle Minuten, die du sozusagen aus einem Winkel zeigst, aus First Personal View, GoPro auf dem Kopf oder im Mund oder wie auch immer, immer nur eine Perspektive. Und das ist für den Zuschauer im Endeffekt eigentlich etwas langweilig auf Dauer. Wenn du jetzt 3 Minuten Vollgas nur eine Perspektive zeigst, obwohl die Perspektive fürs Freeskiing also meines Erachtens mega geil ist, nur man muss ein bisschen Abwechslung reinbekommen. Vielleicht einfach mal die GoPro irgendwie an den Skistock machen oder hinten auf dem Rücken schnallen oder sowas. Irgendwie, dass einfach noch ein paar mehr Perspektiven mit reinkommen. Ich glaube, dann wäre das Video oder die 3 Minuten, die du da voll gemacht hast, wäre noch geiler anzuschauen. Und dann kommt auf einmal was nach den 3 Minuten, wo ich eigentlich gar nicht mehr mit gerechnet hätte. Da kommt was, wo du dann erzählst, hey, letztes Jahr habt ihr irgendwie ein Lawinenvideo oder sonst was gesehen oder wie auch immer, und auf einmal passiert euch dasselbe, ihr gerät irgendwie, auf einmal fahrt ihr ein Freeski-Gebiet runter
und euch packt, eine Lawine kommt und zieht euch irgendwie mit. Und genau da habe ich Gänsehaut bekommen, weil genau diese Szene, die hätte auch schon 2 Minuten theoretischerweise vorher kommen können. Dann hättest du noch kompakteres Video, aber mit genau diesen Emotionen, die du eigentlich im Endeffekt, also am Ende dieses Videos, eigentlich nach diesen 3 oder fast 4 Minuten, die du dann eigentlich erst zeigst. Also ich glaube, wenn du diese Szene eigentlich 2 Minuten vorher mit reingenommen hättest, dann wäre das ganze Video kompakter, hätte Emotions, geiles Intro und genau diesen Gedanken, den du darüber bringen möchtest, das wäre, glaube ich, geiler geworden, wenn du es einfach kompakter gemacht hättest. Und ja, und dann kommt die Szene am Schluss und die ist echt, da habe ich Gänsehaut bekommen. I now understand how fragile we are when we're out there and how important it is to have knowledge of mountains. It also made me realize that if it's true what they say, that we only have one life, I really want to make the most of my time here. Now, let's live. So und genau nach dieser Lawinenszene bringst du dann nochmal diesen Mut rüber, yeah, jetzt aber richtig, jetzt nochmal richtig geil Skifahren gehen. Und genau das ist, also ich, genau dieser Part, Lawine und dann dieses Happy danach eigentlich und diese Message dahinter. Wenn man das einfach 2 Minuten vorher gesetzt hätte, boom, hättest du ein mega geiles Video gehabt. Jetzt finde ich es einfach persönlich etwas zu lang, beziehungsweise der Ski-Part zwischen erster Minute oder zwischen halber Minute und Minute 3,5 ist mir persönlich etwas zu lang und halt ein bisschen zu wenig Abwechslung. Also eigentlich nur diese First Personal View mit der GoPro auf dem Kopf oder im Mund, wie auch immer, war mir etwas zu wenig. Natürlich muss man auch immer schauen bei GoPro-Aufnahmen oder First Personal View GoPro-Shots. Ist immer auch so eine Sache, oder allgemein GoPro-Shots sehen nicht immer hundertprozentig gut aus, wenn man die normalen GoPro-Colors nutzt. Da vielleicht auch noch ein Tipp, nutz eher die Flat Colors von GoPro und mach dann noch lieber ein bisschen mehr Color Grading im Nachhinein, ein bisschen mehr, klar, im Schnee ist wiederum ein bisschen schwierig, klar, es ist eigentlich nur weiß, aber man kann dann schon noch diese Bäume, die du zwischendurch auch mal zeigst, so die Landschaft, einfach ein bisschen mehr Saturation reinbringen, ein bisschen mehr Kontrast und dann kommt es auch noch ein bisschen geiler rüber, aber da die Colors waren ein bisschen flat, meines Erachtens, aber im Großen und Ganzen, hey, cooles Video, mach weiter. Und ich glaube, wenn du dann nochmal ein neues Video machst, halt es einfach kompakter, mach vielleicht zwischendurch noch so ein paar Effekte rein. Ich habe jetzt in meinem letzten Video, irgendwo hier kannst du angucken, einen einfachen Color-Transition-Effekt gemacht oder euch gezeigt. Nutzt den einfach mal für Transitions. Und halt alles etwas kompakter und dann wird es eigentlich auch und dann ist eigentlich auch voll perfekt. Also cooles Video, mach weiter so und ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen. Ja, und wenn ihr nochmal das ganze Video von Fabian sehen wollt, ich habe es unten in der Beschreibung verlinkt oder hier oben im Infokasten, wenn der hier irgendwo aufblinkt. Und genau, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr noch mehr von diesen Feedback-Videos sehen wollt, dann schreibt mir doch auch gerne, falls ich euer Video irgendwie in einer Art und Weise auch feedbacken soll. Ich würde mich natürlich freuen. Ich bin da immer sehr offen und hoffe, ich gebe euch auch ein konstruktives Feedback zurück. Ja, falls euch gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Liked, kommentiert gerne, was ihr vielleicht noch irgendwie hinzufügen könnt bei dem Video. Ja. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.